1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Themennacht, wie immer. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an. Ruft die Telefonnummer 0800 220 5050 an oder mailt unter domian@wdr.de. Wir gehen sofort jetzt in die Vollen und die erste Anruferin ist Annemarie und Annemarie ist 34 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Annemarie. Geht's dir gut? Dankeschön, ja. Ich hoffe dir auch. Ja, kann ich klagen. Um was geht's bei dir? Also, ich habe vorige Woche deine Sendung gesehen. Ja. Und da war ein Mädchen oder eine junge Frau. Sie hat gesagt, dass sie ganz doll Liebeskummer hat und dass sie auch schon versucht hat, sich deswegen umzubringen und dass sie zu einer Hexe gehen wollte. Ja, genau die. Genau, ja. Ja, und da hast du so deine Hand vor die Kamera gehalten wie, stopp, nicht weiter. Ja. Also, mach das ja nicht. Ja, ich muss erklären, was der Fall genau war, wie der Fall genau war. Ja. Also das Mädel war unsterblich verliebt in jemanden und aber irgendwie war es alles kaputt und es gab für meinen Geschmack keine Hoffnung mehr. Und da hat sie gesagt, soll ich zu einer Hexe gehen, damit die irgendwie so eine Zusammenführungszauberei macht. Ne? Ja, so war dass das. Sie den Typen an der Backe hat und vielleicht nie wieder los. Ja, genau. So, ja? Und da habe ich gesagt, nein, mach es nicht. Mach es nicht, die Liebe muss freiwillig sein und nicht ja, durch Zauberei. Ja, das ist natürlich völlig korrekt. Ja, das ist wohl wahr. Ne? Also nur das als Zusammenfassung für die, die nicht dabei waren vorher. Ja, also ich hatte das so verallgemeinernd verstanden und habe gedacht, ich muss doch jetzt mal eine Lanze für die Hexen brechen, weil ich selber eine bin. Du bist eine Hexe. Ich bin eine Hexe. Wie spannend. Ja. Ach was, so spannend ist das gar nicht. Aber wie merkt man, wie weiß man denn, dass man eine Hexe ist? Ich weiß es nicht, Domian. Ich glaube, ich weiß so genau, dass ich eine Hexe bin, wie du weißt, dass du schwul bist. Naja, so genau weiß ich das. So genau weiß ich das ja auch nicht. Ja, also ich nein, aber man muss dann immer fragen, ab wann weißt du es? Oder wie hast du es gemerkt? Also, das kann ich dir bei mir ja sagen. Ne? Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch auf Typen stehe. Also das ist leicht erklärbar. Aber wie ist es bei dir gewesen? Also bei mir war das so auch schon, also eigentlich auch schon in ganz jungen Jahren so, dass ich gemerkt habe, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann habe ich so Emotionen, wo ich nicht richtig wusste, wo ich die hinstecken sollte. Ja. Also jemand tritt mir gegenüber, ich kenne ihn nicht, er sagt mir Hallo und ich kriege sofort eine Emotion, so, ja? Das heißt, du bist empfänglich zum Beispiel auch für die Aura eines Menschen? Oh, total. Bin ich auch, aber ich bin keine Hexe. Ja, wer weiß, du Mann. Ja, aber im Ernst, sag mal weiter, wie hast du da schon gemerkt? Also irgendwas ist in mir ein bisschen anders als beim Rest der Menschen um mich herum. Ja, es ist eben also so gewesen. Also mit den Emotionen, das ist total, total stark. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen haben, ne? Dass sie sagen, oh ja, da habe ich ein gutes Gefühl oder da lieber ja. Nicht so. Aber bei mir ist das richtig manchmal wie ein Hammer so, weißt du? So. Also richtig heftig. Gut, kann ich mir so ganz konkret nichts vorstellen. Andere Frage, kannst du denn hexen? Ja. Könntest ja, du? Weißt du, das ist so ein Ding, hexen bedeutet ja nicht, oh, lass mal eine Tasse im Raum schweben, ja. Aha, du bist eine Hexe. Nein, so ja. Natürlich nicht. Ist es so, dass ja, könntest du so eine Zusammenführung machen? Könntest du jemanden... Weißt du, so eine Zusammenführung, Domian, ist für mich schwarze Magie. Und ich bewege mich auf jeden Fall nur auf dem Territorium der weißen Magie. Eine weiße, eine gute Hexe. Ah, natürlich, auf jeden Fall. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen, weil... Okay, aber was könntest du denn... Sachen, die können ganz, ganz bös enden, tatsächlich, auch wenn das viele Leute belächeln, aber wenn man den Menschen dahingehend beeinflusst, dass er nicht mehr tun kann, was er eigentlich möchte, dann ist das nicht mehr weiße Magie. Ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass solche Sachen gibt. Übrigens möchte ich an der Stelle mal hinweisen auf eine hochinteressante ARD-Serie. Heute Abend gab es die erste in der ARD über PSI, über Psi. Ja. Diese Serie beschäftigt sich wirklich sehr seriös mit solchen Phänomenen und heute Abend war auch eine Folge, in der auch herauskam, dass es eben so etwas gibt. Ja. Aber ich finde, gerade im Punkto Liebe, wie ich es anfänglich schon sagte, sollte man da die Finger von lassen. Ja, da sollten die Herzen frei entscheiden und wenn die Herzen nicht frei entscheiden, dann geht es halt nicht. Aber zurück zu dir. Du bist eine Hexe, eine weiße Hexe, ja. eine gute Hexe, wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Was könnten wir beide denn zum Beispiel zusammen machen, wenn ich dich besuchen käme?
Ja, also die meisten Leute, die mich besuchen kommen, die kommen eigentlich nicht so, weil sie sich die Zeit vertreiben wollen, sondern weil sie ein Problem haben, ne? Ja. Ja, und also Lebensberatung mit mir darüber. Ja. Wir leben leider in einer Zeit, wo die Menschen gerne Anlaufpunkte nutzen, wo sie sich anvertrauen ja. können, wo sie genau wissen, so, das bleibt jetzt hier. Gut, das heißt, du kannst in einer gewissen Weise den Leuten bei ihrem Problem, bei der Problemlösung helfen. Ja. Wie machst du das? Mit Karten oder Karten, mit Pendel, ja. mit Kräutern, mit ganz verschiedenen Sachen, mit Edelsteintherapie. Ach so. Ja. Und Kräuter gießt du auch dann in den Wald und pflückst die Kräuter selbst? Ja, natürlich. Ich gehe in den Wald und pflücke Kräuter selbst und ich habe auch welche angebaut. So wie man das früher so aus dem Märchen auch kennt. Ja, genau. Oder aus dem Mittelalter. Was machst du sonst im Leben? Ja, also ich mache das hauptberuflich, wenn man das mal so sagen kann. Ah, ja. Ja. Also ich mache das jetzt schon so lange und es gibt so viele Leute, die ja. meine Dienste gerne in Anspruch nehmen. Ja, so, da würdest du also mit Kräutern und mit Beratung durch die Karten und was ich, könntest du einem so ein bisschen auf den, wie du ihn richtig finden, den Weg führen, den du richtig findest? Nee. Es geht nicht darum, welchen Weg ich richtig finde. Für den Menschen, der für den Menschen richtig ist, ja. Genau. Kannst du auch in die Zukunft gucken? Auf Wunsch schon, aber nicht so gern. Guckst du für dich selbst in die Zukunft? Nee. Auf gar keinen Fall. Nee, das ist auch ein ziemliches Phänomen. Also weiße Frauen, die können für sich ganz schlecht in die Zukunft schauen. Die können sich auch selbst ganz schlecht heilen und solche Sachen. Ach so. Meine Meisterin zum Beispiel, die ist verstorben und konnte sich selbst nicht helfen. Ach so, man hat, wenn man eine Hexe ist, du bist eine Hexe, sage ich für die Leute, die gerade zugeschaltet haben, man hat dann auch eine Meisterin, die einem gewisse Dinge beibringt. Ja, ich habe 2 Jahre bei ihr gelernt, ich habe 2 Jahre bei ihr gewohnt. Ach so. Das war eine Freundin meiner Familie und... Und was lernt man da? Zum Beispiel, wie man welche Kräuter welche Wirkung haben? Ja, zum Beispiel. Ja. Auch das Kartenlegen, auch also man kann irgendwie nicht so gut mit den Emotionen umgehen, wenn man nicht weiß, was das bedeutet, ja? Nicht immer hat man ja eine Hexe an der Strippe. Und ich möchte die Chance jetzt nutzen. Wir hatten nämlich vorige Woche oder vor 2 Wochen auch das Thema, wir haben so gestreift, Aphrodisiaka. Ja. Also Kräuter, die einen scharf machen. Ja. Jetzt habe ich ja die absolute Fachfrau hier an der Strippe. Welche Kräuter machen denn scharf, die wir uns hier in unserem Wald holen können? Also Kräuter, die wir uns hier im Wald holen können, oder die wir scharf kriegen. Machen. Ja, was heißt im Wald? Vielleicht aus dem Garten? Ja, zum Beispiel. Ja, ja gut. Ist nicht so einfach. Alle Formen von Rettich und sowas. Aber wenn ich da etwas empfehlen kann, was wir uns nicht aus dem Wald holen, was wir uns aber auch besorgen können, dann ist das zum Beispiel Maca. Maca? Maca gibt es in Pulverform. Das ist eine Wurzel einer Pflanze aus Südamerika. Und, aber ist keine Droge, sondern eine ganz normale Pflanze. Eine ganz normale, ja, natürlich, völlig legal. Und da kocht man lecker Teechen und dann geht's rund. Tee. Nee. Das wird in Form von Kapseln geschluckt zum Beispiel. Ach so. Das ist nicht nur... Und dann geht die Post ab. Ja, wenn man das eine Weile nimmt, geht die Post ab, das ist richtig. Und das gibt einem mehr Energie und solche Dinge, ne? Ja. Ja. Was ist das Ziel einer Hexe? Das Ziel einer Hexe ist, die Menschen ein Stück weit glücklicher zu machen. Das ist ein gutes Ziel. Ja. Und den Menschen vielleicht mit für unsere heutige Zeit unkonventionellen Mitteln zu helfen, ne? So kann man es ja sagen. Ja, und auch so ein bisschen die Leute wieder darauf bringen, sich selbst zu finden, ihre Mitte zu finden, sich auf sich selbst zu besinnen und auch mal wieder das Ohr für die innere Stimme zu öffnen, weißt du? Weil viele Leute haben eigentlich die Lösung für ihr Problem parat in sich. Ja. Die können das nur nicht mehr hören. Das ist wirklich sehr richtig, was du sagst. Mhm. So, die Annemarie, eine weiße Hexe war das. Ja. Schön, dass du durchgekommen bist, schön, dass wir haben reden können. Ja. Wobei ich an dieser Stelle mal sagen möchte, ich weiß nicht, ob so eine Frau sich da trauen würde, hier anzurufen. Ich würde auch gerne mal aus Interesse mit einer schwarzen Hexe reden. Das fände ich auch spannend und interessant. Also wenn sich da jemand angesprochen fühlt, warum nicht? Ich kann dir nur sagen, bevor du mit einer schwarzen Hexe sprichst, schütz dich. Ah. Ja. Wie schützt man sich da? Lass dir von einem ganz lieben Menschen einen Talisman schenken, leg dir ein kleines Pentagramm zu oder solche Dinge. Ja, okay. Guter Rat. Ja. Wie gruselig gleich alles wird. Gut, also... Ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Nee, also bevor ich spreche, soll ich mich schützen. Auf jeden Fall. Gut. Das ist ein guter Rat, den will ich beherzigen. Okay. Danke, dass du angerufen hast, Annemarie, und alles Gute und viel Erfolg auch bei deiner ungewöhnlichen Arbeit.
Ich danke dir schön, ich wünsche dir auch noch viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Nadine, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nadine. Ich bin total aufgeregt. Das glaube ich, aber das kriegen wir schon hin, wir beiden. Ja. Um was geht's denn bei dir, Nadine? Um Gewalt in der Beziehung. Also ich bin mit meinem Freund zusammen, ungefähr 10 Monate. Ja. Und wenn wir uns halt zum Beispiel streiten, dann war ich halt einmal gewalttätig. Dann wird er gewalttätig? Ich. Du warst gewalttätig? Ja. Hatte ich das falsch verstanden? Was heißt das? Wie wirst du gewalttätig? Na, wenn zum Beispiel er halt nicht mit mir redet oder so oder dumm tut oder so, dann schlage ich ihn halt. Hast halt mit der Hand ins Gesicht und dann... Volle Kanne? Ja. So, also mit der flachen Hand so? Ja, aber halt einmal so mit der Faust halt, aber nicht ins Gesicht, sondern halt an den Arm oder so. Mhm. So schon, dass er auch mal irgendwie Nasenbluten hatte oder... Nee, so schlimm noch nicht. Wie oft kommt das vor? Ist das schon vorgekommen? So ungefähr. Na, Bluten, also Nasenbluten nicht, aber halt Schläge schon. Nee, wie oft diese Schläge schon vorgekommen sind in den 10 Monaten, die ihr zusammen seid? Naja, schon oft vorgekommen. Nee, wie oft ungefähr? Ich will mir so ein Bild machen. 3-mal oder 10-mal oder 20-mal? Vielleicht 5-mal vielleicht. Ja. Wie reagiert denn dein Freund darauf dann, wenn du so heftig drauf bist? Na, ich meine, er ist sauer dann und ich meine, dadurch kann ja unsere Beziehung auseinandergehen. Finde ich ja nicht. Finde ich auch. Und warum lässt du dich dann so gehen? Ich weiß es nicht. Das kommt einfach. Ich will das ja überhaupt nicht. Mhm. Also ich kann dir mal sagen, also ich kann mir vorstellen, einmal kann das ja vielleicht mal passieren. Ja. Aber dann muss man doch auch schon merken, wenn es so in einem rund geht, dass man dann innerlich sich sagt, stopp, es ist gleich wieder soweit. Ja, das versuche ich ja immer, aber es geht bei mir nicht. Ich weiß es nicht. Entschuldigst du? Ich versuche immer ruhig zu bleiben, aber... Entschuldigst du dich denn dann hinterher? Ja. Das schon. Und also, na, es tut mir immer wie leid. Ja. Was sagt denn dein Freund so dazu? Ist er mittlerweile schon ziemlich sauer oder denkst du, es geht noch? Na, ich meine, es vertraut uns vielleicht ein bisschen nieder. Mhm. Würde ich sagen. Warst du denn früher auch schon so drauf oder ist das jetzt gerade auf den Freund bezogen? Nee, ich hatte vorher schon eine Beziehung, ungefähr 3 Jahre und da war das auch schon. Aber nicht gleich am Anfang, das war später. Bei ihm war es halt gleich am Anfang. Mhm. Immer wegen Kleinigkeiten, ne? Letztendlich. Ja, wegen Streit, ja. Ja, aber wegen nicht so schlimmen Sachen. Ja, eigentlich man so. Bist du früher auch mal oder öfter geschlagen worden? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Also immer gut behandelt worden von zu Hause? Ja. Mhm. Ja. Mhm. So Nadine, du bist 20 Jahre alt. Das ist schon ein stolzes Alter. Da ist man schon Frau seiner selbst. Mhm. Ich möchte das gar nicht so hinnehmen, dass du sagst, ich kann nicht anders. Es überkommt mich und dann muss ich meinem Freund volle Kanne ins Gesicht schlagen. Mhm. Das möchte ich nicht hinnehmen. Ich finde, dass man mit 20 Jahren und wenn man sich des Problems auch bewusst ist, finde ich, dass man dagegen angehen muss, mit allem. Ich weiß aber nicht wie. Indem du dich einfach zurückpfeifst, Mensch. In dem Moment, wo du merkst, ich bin wütend, gehst du einfach aus dem Zimmer. So ganz kleine Tricks. Ja, aber ich will ja das Problem lösen, ich will ja mit ihm reden, aber er... Dann gehst du erstmal aus dem Zimmer raus, schreist einmal vielleicht die Wut aus dir heraus und dann gehst du rein und redest mit ihm. Natürlich sollst du das Problem lösen, aber du weißt ja, dass das Problem nicht zu lösen ist, indem du gewalttätig wirst. Ja, klar. Also ich komme jetzt noch nicht mit Psychologen und so. Ich finde, man muss nicht wegen jedem Kram zum Psychologen gehen. Das muss man auch. Man muss auch vieles selbst schaffen. Und ich finde, in diesem Fall ist das so ein Ding, da musst du dich selbst am Riemen reißen. Geh sofort weg von ihm, wohin auch immer, wenn du merkst, ich bin wütend. Lass ein paar Minuten verstreichen, schrei ins Kopfkissen oder weiß ich was, oder hau aufs Kopfkissen und dann gehst du zu ihm und sagst, pass mal auf, hier, das Problem müssen wir so lösen. Aber ne, aber wenn er dann immer noch halt nicht mit mir redet, also dumm tut, ich meine, da weiß ich dann nicht, was ich machen soll. Ich versuche mit ihm zu reden und er gibt mir halt keine Antwort. Ja, dann musst du nochmal reden und nochmal reden. Und wenn wenn es dann immer noch schlimmer wird, dann ist er nämlich schuld. Und dann musst du ihm klar machen, pass mal auf, wir müssen unsere Probleme lösen. Und wenn du deinen Mund nicht auftust, irgendwann kann ich auch nicht mehr. Und dann funktioniert unsere Beziehung nicht mehr. Ich will ja auf keinen Fall verlieren. Ja, aber das kann man alles nur, indem man miteinander redet, hinkriegen. Wenn du weiter so machst, das hast du aber gerade selbst auch schon gesagt,
läuft es schon darauf hinaus, dass sich die Fronten immer mehr verhärten und dass ihr vielleicht sogar eure Beziehung dadurch kaputt macht. Dass du sie kaputt machst. Also versuch's mal. Ich würde mal sagen, die nächsten Wochen versuchen. Ja. Und wenn es nicht klappt, nochmal anrufen, überlegen wir uns was anderes. Mhm. Sollen wir es so machen, Nadine? Ja, okay. Kann ich vielleicht ein Autogramm von dir bekommen, bitte? Christe. Und Hände schön bei ihr behalten. Rausgehen, wenn du wütend bist. Okay? Ja. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse und dann kriegst du das Autogramm. Ja, okay, danke. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüssi. So, Freunde und Freundinnen, 0800 220 5050, die Telefonnummer kostenfrei für euch, kostenfrei die Faxnummer 0800 220 5051 und natürlich auch kostenfrei die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wir haben eine freie Themennacht und jetzt ist der Markus hier. Markus ist, wie alt ist er? 29, stimmt's? Ja, ist richtig. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir, Markus? Es geht darum, dass ich eine sehr harmonische Partnerschaft habe seit 1,5 Jahren. Mhm. Und dass es bis auf die Sache im Bett alles hundertprozentig läuft. Mhm. Aber im Bett läuft es nicht? Nein. Gar nicht? Nein. Das heißt, ihr habt gar keinen Sex miteinander? Sehr wenig. Wie oft? Ja, jetzt in 1,5 Jahren 3-mal. Oh. Das ist wenig. Ja. In 1,75 Jahren 3-mal nur. Und wie waren diese 3-mal? Es ging. Hm. Woran liegt das? Ich bin für sie die erste Erfahrung und ich stehe auf SM. Du bist für sie die erste Erfahrung? Ja. Und du stehst wiederum auf SM? Ja. Also kommen ja zwei irrsinnig gegensätzliche Welten erstmal zusammen. Gegensätzlich ja. Insofern, weil sie halt ihren Beziehung. Wie alt ist sie? 25. 25, also jung zumindest, was die Erfahrung anbelangt. Ja. Auf welche Art von SM stehst du? Fesselung gleich der Erziehung. Als der Dominante? Nee, der Devote. Als der Devote auch noch. Das heißt, du brauchst also eine herrische, eine starke Frau im Bett? Genau. Die dir die Leviten? Ja. Und so weiter. Mhm. Weiß sie das? Nein. Warum nicht? Ich habe es ihr nur teilweise verstanden. Was heißt teilweise? Ich habe Ansätze, ja, auf gut Deutsch gesagt. Was heißt Ansätze habe ich ihr gestanden, aber nicht komplett. Was heißt Ansätze? Was stellt sie sich denn jetzt vor bei dir, was du gerne machst? Ja, auf gut Deutsch gesagt, normale Liebe. Also hast du das nicht so richtig erzählt? Nee, Fesseln nicht richtig. Und also nein, nein. Also das Wort SM hast du noch gar nicht über deine Lippen gebracht? Nein, das ist richtig. Aber du hast schon gesagt, dass du noch auf was anderes stehst. Ja, das ist richtig. Ja, du merkst, ich frage so intensiv nach, weil du gerade gesagt hast, ich habe es ihr ansatzweise gesagt. Und ich würde gerne rauskriegen, was du ihr da ansatzweise gesagt hast, auf was du stehst. Ja, auf eine Frau, die Erfahrung hat. Das hast du ihr gesagt? Das habe ich ihr gesagt, aber nichts weiter. Ich meine, das ist natürlich schon heftig, ne? Wenn du sagst, du stehst, du hättest eigentlich Bock auf eine Frau, die Erfahrung hat mit solchen Sachen. Hm. Das ist richtig. Wie hat sie darauf reagiert? Geschockt. Hm. Wann, wie lange wart ihr da zusammen? Wann hast du das gesagt? Als wir ein Jahr zusammen waren. Hm. Da wundert es mich nicht, dass ihr keine Sexualität habt. Sie ist wahrscheinlich völlig verkrampft und hat Angst, es dir nicht richtig und recht machen zu können. Ja. Du wiederum gehst davon aus, dass sie sowieso nicht kann, weil sie keine Erfahrung hat. Ja, ist richtig. Ne? Also kommt man da, wenn mal, zusammen und müht sich ab und das war's dann aber auch. Jo, das passt so in diesem Bereich. Suchst du denn deine Befriedigung woanders, deine sexuelle Befriedigung? Nee, ich bin bislang treu geblieben. Und jetzt nach 1,75 Jahr ist der Druck aber allmählich sehr groß, was? Ja, ich sag mal so, eine dominante Frau zu finden, die in diesem Bereich Gefallen findet, das ist natürlich nicht schlecht. Wie hast du das denn erfahren, dass sie noch nie mit einem Mann geschlafen hat?
Hat sie es dir ziemlich offen am Anfang eurer Beziehung gesagt? Nee, es hat sich zwangsläufig ergeben. Durch ein Gespräch und durch Tatsachen. Du redest so ein bisschen in Rätseln. Es hat sich durch Tatsachen ergeben. Was heißt das? Das heißt, der erste Sex war nicht die Granate? Blutung, Schmerzen, das Übliche halt. Mhm. Mhm. Achso, es ist da dann erst thematisiert worden, nach dem ersten Sex. Ganz genau. Da hat sie gesagt, ja, pass auf, es ist auch mein allererstes Mal. Ja. Mhm. Sonst ist alles gut. Bestens sogar. Sonst liebst du sie sehr. Ja. Tauscht ihr Zärtlichkeiten miteinander aus? Ja. Und das ist auch schön für dich? Ja, natürlich. Und ihr kuschelt im Bett und das ist alles eigentlich so ganz okay? Ja, ist richtig. Küsst ihr euch? Ja. Auch mit Zunge? Ja. Mhm. So, aber da ist ein ganz großer Bereich, der liegt brach. Das ist richtig. Und wenn ihr da nicht irgendwas unternehmt, bald, wenn da nicht was passiert, könnte das eure Beziehung sprengen. Das ist ebenfalls richtig. Mhm. Dann ist das sehr schwierig, glaube ich, da, selbst wenn sie jetzt schon Erfahrungen hätte, glaube ich, Markus, wäre das sehr schwierig in eurem Fall. Wenn sie wenn sie relativ normal gepolt wäre. Das befürchte ich auch, ja. Denn ich weiß nicht, wie stark deine Sehnsucht nach dieser Art von Sexualität, dieser SM-Sexualität ist. Sehr stark. Sehr stark. Das heißt, ist es überspitzt ausgedrückt, wenn ich sage, du findest deine wirkliche sexuelle Befriedigung nur mit einer dominanten, also im sexuellen Sinne dominanten Frau? Ja. Also so ist es. Ja, ist richtig. Mhm. Das ist schwierig. Ja, ganz. Das finde ich super schwierig. Nun weiß man ja nicht, das Mädel ist dabei, ihre Erfahrungen erst zu machen sexuell. Das heißt, die weiß ja noch gar nicht, das ist ja auch normal, das wusste kein Mensch von uns nach dem ersten, zweiten, dritten Mal, wohin die Post geht. Ja. Das heißt, sie wird noch gar nicht für sich so beurteilen können, wäre ich gerne eine dominante Frau und würde ich gerne den Markus fesseln und ihm den Arsch versohlen oder so. Das ist für sie wahrscheinlich so weit weg, so unvorstellbar weit weg, dass man da auch gar keine Aussage machen kann. Sehr verfahren, sehr schwierig finde ich das. Sehr schwierig, sehr schwierig. Ja, ich auch. Mhm. Weil die, in dem Moment, ich meine, du hast ihr ja schon etwas Heftiges gesagt und da war sie geschockt, sagst du. Richtig, genau. In dem Moment, wenn... Das war noch nicht alles. Ja, eben. Und in dem Moment, wo du wirklich die Wahrheit sagst, oder wenn sie jetzt uns zuhören würde hier, ich hoffe nicht, dass das passiert. Mhm. Wie? Ja. Es ist sicher, dass sie uns nicht zuhört. Ich hoffe. Was heißt sie? Du redest immer so unkonkret. Kann es doch sein, dass sie uns zuhört? Ich glaube es weniger. Ich hoffe nicht. Junge, du machst mich ganz jeck. Ist das natürlich noch härter für sie. So, ich schlage jetzt trotzdem etwas vor. Das könnte natürlich vielleicht sogar zur Trennung, zu eurer Trennung führen. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß, du hast keine andere Idee und so wie es jetzt läuft, kann es nicht weiterlaufen. Das ist richtig. Ich finde, dass ihr in der nächsten Zeit zu einer Paarberatung gehen solltet. Ja. So, da wird aber auch Tacheles geredet. Da musst du deinen Mund aufmachen und da muss dir auch klar sein, welche Konsequenzen das hat. Wenn du für dich sagst, letztendlich finde ich, ich sag's nochmal, letztendlich ist meine Sexualität nur diese knallharte Sexualität und es gibt für mich keinen Kompromiss, dann ist eigentlich diese Beziehung so im klassischen Sinn nicht lebbar. Ich sag mal nicht knallhart, aber im Bereich erotischer Dominanz auf jeden Fall. So, dann geht er jetzt zu einer Paarberatung. Wer weiß, was da rauskommt, was sie auch sagt. Ja. Wir mutmaßen da, wir wissen ja gar nicht, was mit ihr los ist. Mhm. Aber da musst du schon mutig sein. Wirst du ihr das vorschlagen? Ich weiß es nicht. Ja, denk mal drüber nach, das musst du jetzt auch nicht entscheiden. Ja. Weißt du, was könnte sonst passieren, Markus, wenn du jetzt nichts unternimmst? Dann geht das vielleicht noch ein halbes Jahr oder noch ein Jahr maximal und dann gehst du fremd. Und suchst dir deine Sexualität. Und was ist das für eine Perspektive? Da hast du eine Frau, die du liebst und ehrst und magst und toll findest und respektierst und gehst zu irgendeiner Prostituierten vielleicht? Nee, das nicht. Also zweigleisig gehen würde ich niemals. Eher würde ich dann halt eben die Sachen offen auf den Tisch legen.
Gut. So, wenn du willst, werden wir dir noch eine Beratungsstelle in deiner Gegend nennen. Ja. Und dann kannst du entscheiden, ob du es vorschlägst oder wie du es machst. Du kannst ja auch erstmal allein dahin gehen und kannst dich beraten lassen, da von dem entsprechenden Mann oder Frau. Das wäre eine gute Idee, ja. So, meine Psychologin Anna ruft dich, du legst auf und ruft dich jetzt an und wird dir eine Adresse, eine Telefonnummer vermitteln. Okay. Alles Gute. Alles klar, danke. Und tschüss, Markus. Jo, tschüss. Die Natascha. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Morgen. Natascha. Auch 29 Jahre alt. Mhm. Und was für ein Thema hast du? Ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Mhm. Ja, das läuft schon länger. Schon seit 8 Monaten. Naja, das geht ja. Ich dachte jetzt 8 Jahre oder so. Ja, das wäre mir recht. Das wäre dir recht? Ja. Ja, ich weiß nicht. Na, Du bist aber solo? Für die Öffentlichkeit ja. Für die Öffentlichkeit ja. Das heißt, du hast auch. Aber du hast keine feste Beziehung neben dieser Affäre. Doch. Auch noch? Und warum weiß die Öffentlichkeit nicht, dass du einen Freund hast? Ja, das ist ein bisschen verzwickt. Also meine Seite, meine Familie und meine Freunde, die wissen das, dass ich einen Freund, sage ich jetzt mal, habe. Einen richtigen Freund. Ja. Wir reden jetzt noch nicht über den verheirateten Mann. Ja, genau. Mhm. Aber seine Seite denkt, dass ich mit ihm zusammen bin. Also seine Freunde. Er hat sich dann auch von seiner Frau getrennt. Moment, die ist nicht alles durcheinander bringen. Wir reden jetzt noch nicht über den verheirateten Mann. Du hast zu mir gesagt, du hättest neben diesem verheirateten Mann auch noch einen festen Freund. Ja. So. Aber das weiß die Öffentlichkeit nicht, dass du einen festen Freund hast. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Warum weiß die Öffentlichkeit nicht, dass du einen festen Freund hast? Weil das nicht geht. Weil, also jetzt weiß zum Beispiel meine beste Freundin. Ja. Oder meine engsten Freunde, die wissen schon, dass ich einen Freund habe und ein Verhältnis habe. Ja, also wir reden im Moment nur über den Freund, noch nicht über das Verhältnis. Ja, die wissen das schon. Aber jetzt so, was meine Familie ist, die wissen das schon. Aber ich mache das jetzt nicht, dass ich mit ihm jetzt Händchen halten durch die Straßen gehe oder... Warum nicht? Weil ich nicht dazu stehe. Zu dem Freund? Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Genauso lang. Ah, genauso lang? Mhm. Also, das stehst du nicht zu. Nein. Warum bist du mit dem zusammen? Das ist ja das Miese. Das ist immer so das Auffangbecken für mich. Siehst du selbstkritisch so? Ja, das weiß ich. Das heißt, und jetzt kommen wir auf das Verhältnis mit dem, es gibt eben noch eine Affäre, das ist ein verheirateter Mann, da geht dir das Herz auf. Ja. Da sind die Schmetterlinge überall. Mhm. Ja. Mhm. Und dann geht er aber zu seiner Frau zurück und du bist gefrustet und dann muss dein Freund dich auffangen. Ja, das macht er öfters. Mhm. Nur, er macht das immer, indem ich es nicht erfahre. Also ich bekomme es immer selbst raus. Was erfährst du nicht? Ja, er bittet mich dann immer um Abstand. Also, dass ich ihm immer Ruhe lasse und dass er mal nachdenken müsste, ob das alles so in Ordnung ist. Dein Freund, ne? Nein, über den anderen. Über den Verheirateten? Ja. Du musst das immer klar sagen, sonst kommen wir völlig wirr hier, ne? Ja. Und ja, ich glaube ihm das meistens nicht und dann fahre ich da immer mal vorbei und schaue, wo er ist. Mhm. Und dann steht er grundsätzlich wieder zu Hause mit seiner Frau auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz? Ja, nein, die Autos. Ach so. du bist in den verheirateten Mann verliebt? Ja. Bei ihm ist das nicht so klar. Doch, also doch. Was er mir sagt, Was er dir sagt, aber die Taten sind doch andere. Ja, natürlich. Was er tut und was er sagt, sind zwei Verschwur. Ja. Hast du den Eindruck, dass er dich ausnutzt, so wie du vielleicht deinen Freund ausnutzt? Manchmal ja. Hat er Familie, also auch Kinder? Nein. Nein. Wie beschreibt er denn seine Ehe? Eigentlich in meiner Gegenwart nur... Schlecht. Ja, nicht nur. Also er hat schon geäußert, dass er öfters drüber nachdenkt, zurückzugehen. Man muss es so sagen, es ist nicht nur ein Verhältnis. Also er war schon getrennt und hat auch jetzt die letzten 4 Monate bei mir gewohnt. Ach so. Ja. Er hat 4 Monate bei dir gewohnt und du hast einen festen Freund. Ja. Wie hast du das denn gemanagt? Das geht. Mit viel Fantasie und vielen Ausreden. Weiß denn eigentlich der verheiratete Mann, dass du einen Freund hast? Nein. Du lieber Gott, Natascha. Was hast du denn da, in was hast du dir denn da reingewurstelt und verwickelt? Ich weiß.
Ja, und ich denke, habe auch immer das Gefühl, so dass ich bei meinen Freundinnen oder so gar nicht mehr das Thema anschneiden soll. Hast du das Gefühl, dass ich denen langsam auf den Nerv gehe? Ja, vielleicht auch zu Recht. Weil du hast dich ja in etwas hineinmanövriert, was du, so habe ich den Eindruck, selbst schlecht findest. Ja, natürlich. So, klare Frage, ehe wir jetzt lange um den heißen Brei herumreden. Klare Frage, warum trennst du dich nicht von deinem festen Freund? Gute Frage. Ja, ne? Aus Trägheit? Nee, ich denke, weil er immer da ist, wenn es mir schlecht geht. Weil ich bin Mensch, ich kann ganz sehr schlecht alleine sein. Und ja, das meine ich mit Trägheit. Ja, er ist immer da. Aber du liebst ihn nicht. Nee. Scheiße. Natascha, das geht nicht. Ich weiß. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Da würde ich auch, wenn ich zu deinen Freundinnen gehören würde, würde ich irgendwann auch sagen, komm, Natascha, lass mich in Ruhe. Bring dein Leben in eine klare Linie und dann reden wir weiter. Das sagen die ja nicht. Ja, das sage ich aber jetzt. Also so wie der Fall mir jetzt scheint, ist der allererste Schritt, den du machen musst. Weil das ist sehr egoistisch, wie du dich da verhältst. Das ist egozentrisch bis zum geht nicht mehr. Der arme Kerl. Und wahrscheinlich spielst du dem noch vor, dass du ihn liebst. Nein, ich sag's ihm auch nicht. Mhm. Ich denke, er spürt das auch, aber er ist einfach nur froh, in meiner Gegenwart zu sein. Mhm. Das reicht ihm schon. Ja, ein armer Kerl. Ein viel, viel zu lieber Kerl. Ja, den du gar nicht verdient hast. Richtig. So. Also muss jetzt was passieren. Ja, ich bin halt so blöd und ich warte, dass von der anderen Seite was passiert. Nein, du bist nicht blöd, du bist berechnend. Oh. Ja, du bist völlig berechnend. Du hältst dir den einen so lange warm, solange er dir nutzt. Und wenn der andere, der Verheiratete, sagt, hey Natascha, komm, lass uns endlich zusammengehen, dann wirfst du den weg wie eine heiße Kartoffel. So bist du. Stimmt's? Kann sein, ja. So, Selbsterkenntnis und Selbstkritik ist ja immer der erste Schritt zur Veränderung auch. Ja, das ist, glaube ich, stimmt schon so. Ja, das finde ich auch ganz gut, dass du gar nicht jetzt aggressiv reagierst, weil du irgendwie das ja auch genauso siehst. Ja. Wenn du jetzt ein gutes Gefühl zu dir selbst haben willst, hast du nicht, bin ich sicher. Du hast irgendwo ein schlechtes Gefühl zu dir selbst, weil du auch ein schlechtes Gewissen hast. Ich habe ein ganz schlechtes ja, Gewissen. Ja, weil du dir auch vorkommst wie ein mieses Stück. Ganz, genau. Ne, ganz ehrlich. Weil das Herz und der Verstand jeweils was anderes sagen. So, und jetzt musst du was unternehmen. Auch wenn es dir schwerfällt. Wenn das auch ein etwas von dir verlangt. Und das verlangt etwas von dir. Um gerade dazustehen, für dich auch mit geradem Rückgrat vor dem Spiegel stehen zu können, musst du diese Beziehung zu deinem Freund beenden. Hohes Risiko. Es kann auch sein, dass du irgendwann beide verloren hast. Das wird eher passieren. Ja, aber das ist der ehrliche und der faire Weg. Ja. Alles andere ist mies, einfach nur mies. Nur ich habe viel zu viel Angst, dass der andere dann wieder nur anruft oder irgendwas, weil ich genau weiß, dass ich springe. Der Verheiratete? Ja, ich weiß, dass ich springe. Das ist das Schlimme. Ich weiß. So, und dann, du bist eine starke Frau. Irgendwo bist du eine starke Frau, das merke ich schon. Ja, irgendwo schon. Weniger. Ja, aber irgendwo schon auch. So, dann bist du aber auch gefragt. Wenn du das Verhältnis mit deinem Freund beendest, ist es ein Paar Schuhe. Ja. Die andere Seite ist, dass du dann aber auch klarer auftreten musst dem Verheirateten gegenüber. Dass du dem auch letztendlich ultimativ gegenübertreten musst. Indem du sagst, pass mal auf, so, ich bin hier nicht dein Betthase. Wenn du sagst, du bist in mich verliebt, ich bin in dich verliebt, das muss ich dir gar nicht mehr beweisen, das weiß der wahrscheinlich sowieso. Dann gib mir eine Perspektive, dass wir beide zusammenkommen. Und wenn die Perspektive nicht gegeben wird und er sich nicht entsprechend verhält, dann war's das. Leichter gesagt als getan. Ich weiß. Aber wir reden ja. Wir reden jetzt über gute Lösungen. Ja. Was du dann hinterher machst, ist ja sowieso dein Ding. Aber ich sag dir ja nur so die klare Meinung von außen, von einem Unbeteiligten. Ja, genau. Das wollte ich auch gerne hören. Genau. Nur, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Also jetzt will er wieder den Abstand, weil er seine Gefühle ordnen müsste, ob er mehr für mich oder mehr für seine Frau empfindet. Weißt du, der verhält sich wirklich genauso schlecht dir gegenüber, wie du dich deinem Freund gegenüber verhältst. Genau, dasselbe in rosa. Mhm. Und du weißt selbst, was es bedeutet, wenn man so behandelt wird. Ja. Und du sagst von deinem Freund, dass es eigentlich ein guter Typ ist. Ja, richtig guter.
dann müsstest du die Größe haben und ihn schützen. Das sagt ja auch mein Verstand. Nur ja. Das Herz sagt was anderes. Nein, nein, das Herz ist das auch nicht. Das ist die Bequemlichkeit. Hm. Weiß nicht. Der Egoismus. Ja, aber wie kann man sowas ablegen? Nur indem man hart gegen sich selbst ist. Ja. Nur so geht es. So ist das, Natascha. Ja. Ich bin ein bisschen sprachlos. Nein, nein, ich bin nicht sprachlos. Ich glaube, es ist alles gesagt. Es liegt jetzt an dir, dass du. Ich glaube, das ganze Modell ist dir völlig einleuchtend, was da vor deinen Füßen liegt. Du musst jetzt handeln. Ja. Und da kann dir kein Mensch auf der Welt bei helfen. Das ist richtig. Nur wie gesagt, die Panik ist immer da, wenn der wieder anruft, dass ich springe. Ja, ist klar. Und das, egal, ob das jetzt mit Freund ist oder ohne Freund. Ja, ja. Auch da muss man dann irgendwann Nein sagen können. Das kann ich nicht. Auch Natascha. Doch, das kann man lernen. Auch Natascha. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Ja, tschüss. So, meine Lieben. Der Kurt ist hier. Kurt ist 39 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Kurt. Ja. Dein Thema. Ja, ich bin seit einiger Zeit der Hausfreund von einem sehr netten Paar. Und wir machen da also sehr exzessive Gruppensexpartys. Aha. Und das ist eigentlich praktisch so halt immer so mein Wunschtraum gewesen. Ich bin seit, ja, so der 80er Jahre, bin ich so Swinger halt, nennt man das ja, ne? Ich stand halt schon immer so auf Sex mit mehreren Leuten, hatte auch schon Partnerschaften gehabt, mit denen ich das miteinander auch geteilt habe. Ja. Und auch so Erlebnisse gehabt. Aber du bist jetzt im Moment in keiner Partnerschaft? Nein, zurzeit nicht. Jetzt bist du Hausfreund, das klingt ja so ein bisschen altmodisch, verstaubt, ja, aber ja, nett. Ja, das ist so, aber nett irgendwo. Das ist auch noch so ein altmodischer Begriff von der Swinger-Szene. Man ist halt der Freund des Hauses, ja, für den Sex, ne? So. Aber nur für den Sex, oder? Nee, es ist auch eine richtige Freundschaft. Ach so, das ist schon so. Also kennengelernt habe ich die beiden über so ein Internetforum. Ja. Da haben die so eine Gangbang-Party, so eine Herrenüberschuss-Party dann halt ausgeschrieben und da konnte man sich dann da anmelden. Große Schweinerei. Bitte? Ist eine große Schweinereien macht man da? Also ja. Also bei den beiden geht es also wirklich auch heftig zur Sache. Das ist ja nicht so kuschelig und so. Also die sind beide auch richtig... Wie alt sind die beiden? Mitte 30. Ja, in deinem Alter. Ja, und also wirklich wirklich auf der anderen Seite sehr exzessiv und hart im Sex, aber auch wirklich total lieb. Also ja, sind wirklich total, also die lieben sich auch total. Es ist also wirklich nicht irgendwie so ein Paar, was seine Probleme da irgendwie auffrischen will oder irgendwie irgendwie bessern will oder sonst was. Wie oft gehst du hin? Ja, also für meinen übrigen Freundeskreis eigentlich schon zu oft, weil ich schon gar keine Zeit mehr zu was anderem habe. Na, jeden zweiten Tag oder was? Nein, das geht ja für meinen Dienst nicht. Ich bin Pfleger vom Beruf und da kann ich auch nicht so oft da sein. Aber letzten Monat waren es dreimal. Dann vorletztes Wochenende war ich da gewesen. Dieses Wochenende ging es nicht. Weil also auch das ganze Wochenende mit Übernachtung und so? Ja, klar, dann ist man das ganze Wochenende da. Die machen halt immer einmal im Monat halt diese besagte Herrenüberschussparty, wo ich die auch kennengelernt habe Anfang August. Ja. Und das war auch wirklich, da war direkt Sympathie auch. Gut, aber es kann auch sein, dass da nicht noch andere sind, sondern dass ihr drei alleine seid. Ja, ne? das war jetzt vor zwei Wochen. Ja. Da war ich also nur bei den beiden. Kommt man sich da nicht so ein bisschen... Doch, vielleicht manchmal, gerade wenn so der größte Sex vorbei ist und alles sich so ein bisschen wieder beruhigt, so als fünftes Rad am Wagen. Nein, absolut nicht, weil der Markus, der teilt unheimlich gerne und sein Kick ist es ja zu erleben, wie seine Frau mit einem anderen Mann es macht. Ach so. Und wenn alles vorbei ist und alle weg sind, dann haben die ihren persönlichen Sex für sich. Ach so, das heißt, dann bist du auch nicht mehr dabei. Doch, ich bin dann zwar noch da, halt, kann sein, dass ich dann halt im Gästezimmer liege und dann höre ich dann, wie die dann halt im Schlafzimmer dann nochmal richtig... Ach so, das heißt, in der Regel bedienst du dann nur seine Frau? Oder hast Sex mit der Frau? Nee, er zieht ja seine Lust auch damit raus. Er ist ja auch bi. Ne? Ach so, ihr beiden Jungs... Also richtig bi waren wir noch nicht zusammen, aber er ist da sehr stark dran interessiert. Ich bin es ja auch. Ja. Und es hat sich bloß jetzt halt in der letzten Zeit halt noch nicht so ergeben, dass er da jetzt mal so... Verstehe, aber in deiner Anwesenheit schläft das Pärchen nicht miteinander.
Doch, das kommt auch vor. Bloß das Problem ist, weil der Markus laufend immer fotografieren muss und so, auch auf der ganzen Party und so. Da kommt er fast gar nicht dazu und oft übernehme ich dann auch mal die Kamera, ne, weil die sind auch sehr extrovertiert. Die haben auch eine eigene Internetseite. Ja. Da kompromisslos zeigen die dann auch ihre Sachen, auch ohne Augenbalken und so. Gut, ich meine diese Party-Teilnehmer. Die gut, sind das ist. Wir reden jetzt immer noch über die Party. Ich habe gerade ein paar Mal so angesprochen, wenn ihr zu dritt alleine seid. So meinte ich das. Mhm. Bei einer Party ist mir klar, da sind viele Leute und da ist viel Action. Könntest bestünde bei dir so die Gefahr auch, dass du dich in die vielleicht sogar beide verliebst? Nein, also ich habe einfach einen viel zu großen Respekt vor dieser Partnerschaft. Mhm. Also ich bewundere wirklich die beiden für das, was die da machen, weil ich träume selber von so einer Partnerschaft. Aber obwohl ich davon träume, heißt es aber nicht, dass ich ihm jetzt die Frau da wegschnappen will. Oder gibt es da irgendwelche Ambitionen auch nur in dieser Hinsicht? Könnte es denn sein, dass ihr auch mal einfach nur, weiß ich jetzt, mal einen Sonntagnachmittag-Ausflug irgendwo hin macht? Ja, ganz ohne Sex alles? Wir sind ja auch so befreundet. Ja. Und das ist also wirklich da hat sich wirklich über diesen Sex hat sich auch eine wirkliche Freundschaft entwickelt. Es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt da bin, dass wir dann nur über das Poppen herum reden oder es machen. Also es ist wirklich eine richtig intensive Freundschaft. Ja. Wäre denn dein Wunsch, ich glaube, du hast es gerade auch so angedeutet, dass du vielleicht irgendwann auch eine Partnerin findest, wo du damit auch einem anderen Pärchen. Die das so teilt, weil ich bin auch wirklich ein sehr eifersuchtsfreier Mensch. Es ist einfach für mich auch wirklich das Schönste, Sex in Gesellschaft mit anderen Menschen zu genießen. Für mich ist das genauso natürlich, als wenn ich jetzt halt mit anderen Menschen esse oder mich unterhalte. Für mich ist das eine ganz, ganz normale Sache. Du hast gerade angedeutet, dass du einen großen Freundeskreis hast. Ja. Ist das so bekannt, dass du so drauf bist oder hältst du das geheim? Ja, da halte ich auch nicht hinterm Berg mit. Das ist also allen bekannt. Und ich feiere halt im normalen Leben halt sehr viel so auf so Goa-Techno-Partys. Ja. Und sie haben mich schon angerufen, wo ich denn eigentlich wäre, weil seit 3 Monaten, seit, wie gesagt, August dieses Jahres, habe ich da fast überhaupt gar keine Zeit mehr zu, was ich auf der einen Seite auch ein bisschen bedauere. Aber die Zeit, die habe ich. Und wenn dann wie lange liegt es deine anrufen, hier kommst du nächstes Wochenende vorbei wieder. Ja. Dann kann ich nicht widerstehen. Wie lange liegt deine letzte Beziehung zurück? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja, also mit der letzten Beziehung habe ich auch so Gruppensex gemacht, also auch mit einem Pärchen und so. Ja. Aber das war jetzt nicht so exzessiv, wie die es machen, weil die sind auch wirklich sehr, sehr, sehr kompromisslos und sehr, sehr hart auch. Ne? Also von Beruf Pfleger, Krankenpfleger, im Nebenberuf Hausfreund. Genau. Ja, so kann man sagen. Ja. Das war der Kurt. Ich danke für den Anruf und viel Spaß mit deinem Pärchen. Gut. Tschüss. Tschüss. Peter, 34 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Peter, ich grüße dich. Warum hast du angerufen? Warum hast du angerufen? Mein Thema ist Liebe in der Familie. Liebe in der Familie? Jawohl. Was heißt das genau? Und zwar, ich bin unsterblich in meine Nichte verliebt. In die Nichte? Jawohl. Das heißt, in das Kind deines Bruders oder der Schwester? Der Schwester, in dem Fall. Wie alt ist das Kind? Sie ist selber auch schon 33 und hat selber 4 eigene kleine Kinder. Und ich muss Moment. Also die Nichte ist 33? Ja, ist 33. Aha. Meine Schwester ist schon, also ihre Mutter ist schon ziemlich alt. Und da muss ich dazu sagen, wir waren eine Zeit lang in der Hauptschule und ich wusste gar nicht, dass es meine Nichte ist. Mhm. Und erst auf Bilder hin von Klassenausflügen. Das heißt, die Familie war sehr getrennt und ihr hattet gar keinen Kontakt früher miteinander. Genau, weil eben meine Nichte von meiner Schwester das erste Kind war. Ja. Und es war damals so, mit 16 schwanger oder mit 15 schwanger, da wird die Tochter dann aus dem Haus rausgejagt. Und von daher kannte ich meine Nichte nicht. Aha. Seit wann weißt du, dass das deine Nichte ist? Seit dem 14. Lebensjahr. Ach doch, schon dann so lange. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und seit diesem Tag an schleppe ich das auch mit mir rum. Bist du denn auch verheiratet oder hast du eine Frau? Ja, ich bin seit 10 Jahren verheiratet, sind allerdings kinderlos. Ja. Und ich habe auch mit meiner Frau über dieses Problem gesprochen. Und was sagt die Frau? Ich habe meiner Frau damit natürlich sehr wehgetan. Klar.
Ja, wie hat sie reagiert darauf, wenn du sagst, ich bin in meine nicht? Ich muss vorher nochmal fragen, gibt es denn jetzt oder seit einigen Jahren schon einen verwandtschaftlichen Kontakt miteinander? Gibt es Geburtstags, Kaffee trinken oder weiß ich was? Ja, sicher. Ja, natürlich. Das gibt es. Mhm. Das heißt, deine Frau kennt diese Nichte auch schon seit Jahr und Tag sehr ja, gut. Sicher. Mhm. Da muss ich auch dazu sagen, ich habe meine Frau ist nicht hier aus Deutschland. Meine Nichte selber ist mit einem Türken verheiratet. Mhm. Und ich selbst bin auch mit einer Türkin verheiratet. Mhm. Und ich habe eigentlich meine jetzige Frau nur geheiratet, um näher an meine Nichte ranzukommen. Das ist ja abgefahren. Ich weiß, Weiß deine Nichte von deiner Liebe? Nein, ich denke mal nicht. Wie hat deine Frau darauf reagiert, als du ihr das gesagt hast? Sie war sauer, aber einerseits versteht sie mich auch. Sie sagt, wenn man wirklich seit dem 14. Lebensjahr bis zum 19., 18. Lebensjahr miteinander zusammenlebt, wirklich wie Bruder und Schwester, allerdings ist das keine Entschuldigung für die Liebe, die ich dort empfinde, sondern das ist natürlich klar, dass sie einerseits versteht, dass ich sie gerne habe. Also du hast ja bis zum 14. Lebensjahr gar nicht gewusst, dass es deine Verwandte ist. Eben, genau. Mhm. Und das versteht sie. Und sie sagt, einerseits versteht sie das auch, aber sie kann das nicht akzeptieren, dass ich sie so liebe, wie... Aber das muss doch jetzt bedeuten, dass eure Ehe im Prinzip kaputt ist. Wenn du deiner Ehefrau gestehst, hier, ich bin unsterblich verliebt in meine Nichte. Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Ehe hat den Knacks weg. Ich bin auch zurzeit nicht zu Hause. Warum hast du es deiner Frau überhaupt erzählt, wo es doch eigentlich nur in deinem Kopf bisher so stattgefunden hat? Nein, das war nicht nur mein Kopf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich probiert, dreimal umzubringen auf diese Sache hin, weil da hat es wirklich, durch das, dass ich das immer schlucken musste, wir haben eine Zeit lang ziemlich nah beieinander gewohnt und meine Nichte ist bei uns ein- und ausgegangen. Mhm. Und da hat es dann wirklich so einen Anschein gegeben und meine Frau hat es dann gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und da hat es wirklich einen richtigen handgreiflichen Streit gegeben. Zwischen wem? Zwischen meiner Frau und mir, weil sie mich dann endlich zur Rede gestellt hat, was los ist. Also die Frau hat es gewittert, die Frau hat es gemerkt, aber die 33-jährige Nichte weiß gar nichts, merkt nichts. Nein, sagt nichts, gar nichts. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas ahnt oder ob sie irgendwas weiß. Und du hast auch überhaupt gar keine Ahnung, was sie für dich empfindet. Genau. Mhm. Also wenn aber wir ich will dir mal sagen, kommen, jetzt dann... ist sie also schon ziemlich freundlich und sie redet auch sie redet Sachen mit mir, wo sie normalerweise, denke ich mal, nicht mit mir reden würde. Na gut, das heißt aber gar nichts. Das kann ja, wenn man einen guten verwandtschaftlichen Kontakt mit jemandem hat, dann kann man ja auch offen reden und dass es sogar herzlich und innig zugeht, ohne dass da irgendeine eine Verliebtheitskomponente. Sag mal, es ist aber wirklich schon sehr abgefahren, was du da erzählst. Seit 20 Jahren steigerst du dich da in eine Fantasie hinein. Ja. Ohne eine Realität, eine Erdung zu haben, ohne irgendwas zu wissen von der Frau, gar nichts. Einfach du bist... Blindlings. Und ich muss auch sagen, ich probiere jetzt schon ziemlich lange bei dir anzurufen. Mhm. Nur leider bin ich nicht durchgekommen. Und ich muss sagen, jetzt heute haben wir ja schon den 18. Aber ich habe gestern Geburtstag, Kit. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja, danke. Aber wirklich, es kommt die Zeit, wo ich probiere, irgendwie eine Hilfe zu finden, jemanden, der mir Rat gibt, weil ich eben von der Frau keinen Rat kriege. Ja, das ist aber auch völlig klar. Also Peter, ich finde, das ist so eine verfahrene Situation. Und wenn du auch schon sagst, dass du mehrere Selbstmordversuche gemacht hast? Ja. Mehrere? Ja. Mhm. Ist es nur wirklich alles nicht mehr auf die leichte Schulter zu nehmen? Ich halte das für, also jetzt sehr neutral ausgedrückt, für sehr bedenklich, wenn man sich 20 Jahre in eine Idee versteigt. Es ist ja vielleicht gar nichts anderes als eine Idee. Ja. Und wenn es dann diese Folgen hat und deine Ehe ist kaputt gegangen und du läufst wirklich doch sehr neben der Spur deines Lebens, glaube ich. Da finde ich schon, dass du in psychotherapeutische Hände gehörst. Da gibt es jetzt keinen normalen Ratschlag, mach dieses oder jenes. Ich finde, dass du da in fachkundige Hände gehörst. Dann muss ich sagen, dann bin ich aber schon fast auf dem richtigen Weg, weil ich suche dann wirklich, ich bin nicht der Typ, der es auf die leichte Schulter nimmt. Mhm. Ich merke das ja selber an mir. Und ich bin zurzeit in einer Reha-Maßnahme. Reha für was?
für eine berufliche Rehabilitation. Ich habe ein Arbeitsunfall-Kit und wir haben hier in der Schule Psychotherapeuten, medizinische Therapeuten. Gut. Und ich denke mal, dass ich da dann die Möglichkeit habe, also, wirklich fachkundige Hilfe zu kriegen. Ja, wobei ich glaube, dass eine individuelle persönliche Therapie für dich das Richtige ist, wo du alleine mit einem Therapeuten zusammen bist und zusammen sprichst. Mhm. Und deshalb möchte ich jetzt gerne abgeben an meine Psychologin. Okay. Dass du mit meiner Psychologin jetzt erstmal noch eingehend sprichst und sie dir auch noch ein paar konkrete Beispiele und Ratschläge gibt, wie du das jetzt in der nächsten Zeit dann alles einfädelst. Okay. Anna heißt meine Psychologin. Okay. Peter, du legst auf und Anna ruft dich an. Okay, alles klar. Alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Danke dir. Miriam begrüße ich ganz herzlich und Miriam ist 24. 24, ja. 24, genau. Ja, Miriam, was ist dein Thema? Über was reden wir? Über Hexen. Auch. Du bist hoffentlich keine schwarze Hexe. Manche würden mich so betiteln, ja. Teil. Ich kann nicht ja, mit der jetzt hast du dich gar nicht geschützt. Oh mein Gott, ich tue dir ganz viel Böses an. Ich muss jetzt irgendwas machen jetzt hier. Was mache ich denn? Ach Gott, das ist trotzdem. Das nutzt gar nichts. Über Hexen. Ja, genau. Und manche sagen von dir, du bist eine schwarze Hexe. Also ich glaube, manche würden es von mir behaupten, ja. Wobei du so nett klingst. Dankeschön. Aber wahrscheinlich ist das der Trick, ne? Das Böse ist immer in der Gestalt des Freundlichen und Netten, oder? Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, in der Natur gibt es kein Gut und Böse und von daher, das ist nur eine menschliche Kategorie. Also, aber noch von vorne haben wir mal gefragt. Du bezeichnest dich selbst schon als Hexe. Ich würde mich selbst als Hexe bezeichnen, ja, wobei mir eigentlich naturreligiös lieber ist. Das klingt auch schon, finde ich, freundlicher. Naturreligiös. Ja, weil im Grunde genommen Magie ist was auf der Natur basierendes. Also als Hexe, denke ich, sollte man immer nach dem Gleichgewicht suchen. Mhm. Und wenn man dann anfängt mit Schwarz und Weiß und lauter so einem Kram, also naja, halte ich jetzt nicht so davon. Warte, die Annemarie, meine erste Anruferin, die von sich aus sagt, sie sei eine weiße Hexe. Die hat auf die Frage geantwortet, ich habe sie gefragt, was ist das Ziel einer Hexe, einer weißen Hexe? Hat sie gesagt, den Menschen irgendwie zu helfen. Was ist dein Ziel? Also mein Ziel ist es, in erster Linie in Einklang zu leben mit der Natur, in einem Gleichgewicht. Und wenn kein Gleichgewicht da ist, für mich selber, dieses Gleichgewicht herzustellen. Das klingt auch gut. Das würde ich für mich genau auch so sagen. Da wären wir völlig einer Meinung, wirklich, ja. Aber ich würde nie hergehen und wenn ein Mensch zu mir kommen würde und sagen würde, ich brauche deine Hilfe wegen dem und dem, dann würde ich dem nicht so ohne weiteres helfen, sondern ihm sagen, du musst dir selber helfen, weil ich würde das Gleichgewicht in Ungleichgewicht bringen, wenn ich ihm so ohne weiteres helfen würde, weil es muss von ihm selber auskommen, er muss selbst den Willen haben. An was glaubst du? Also ich glaube an die Natur, an das Gleichgewicht in der Natur und ich glaube, dass wir nur in Einklang leben können, wenn alle Wesen gleichberechtigt sind. Hört sich auch toll an. Also würden, glaube ich, auch ganz viele Leute jetzt unterschreiben. Meine Person eingeschlossen. Glaubst du an Dämonen? Ja. An Dämonen glaubst du? Ja. Direkt ins Schwarze getroffen. An Dämonen glaubst du? Glaubst du an den Teufel auch? Also der Teufel ist ja eigentlich kein Dämon, sondern das war eine Gottheit bei den Kelten und bei anderen Naturreligionen, die von den Christen verteufelt wurden. Also es gab den, hieß glaube ich Koronos. Ich merke schon, du bist gut informiert. Ja, also ich meine, Wissen muss man haben. Also als Hexe sollte man immer Wissen anhäufen. Also ich versuche auch möglichst viel darüber zu lesen, mich immer mehr zu informieren. Lass uns doch nur bei den Dämonen bleiben. Sind Dämonen klingt immer im ersten Moment so, da hat man Angst, hat man so ein Schaudergefühl. Sind Dämonen böse? Nein, also ich sag mal so, es sind eigenständige Wesen. Mhm. Und ich meine, wenn man Dämonen ruft, man möchte ja was von dem, wenn man ihn ruft. Rufst du manchmal Dämonen? Ja. Für was? Fürs Bett. Fürs Bett? Um einschlafen? Wie, fürs Bett? Um einschlafen zu können oder was? Nee. Für Sex oder wie? Ja, genau. Ach, du rufst Dämonen für Sex? Ja, also ich meine, wenn ich einen Dämon rufe, ich will ja was von dem, dann will er natürlich auch was von mir, ja. Also, aber du hast ja nicht Sex mit einem Dämon. Ja, jetzt nicht körperlich. Das nicht. Also ich habe es so verstanden, dass der Dämon soll dir helfen,
eine tolle Sexualität zu erleben, mit dir alleine entweder oder mit jemand anderem? Ja, ein sexuelles Erlebnis, ja. Also das ist ja also schräg, das habe ich noch nie gehört. Ja, das klingt im ersten Moment ziemlich schräg. Und als ich das auch zum ersten Mal gelesen habe, da fand ich es auch irgendwie erstmal schräg und war so ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt funktioniert und habe das halt einfach ausprobiert aus Neugier. Ja. Und dazu muss man sagen, ich bin halt ein sehr lustvoller Mensch. Ja. Und ja, ich habe das dann mal ausprobiert. Ja, wie geht das? Welchen Dämon hast du gerufen? Wie hast du ihn gerufen? Was also geschah dann? 1000 Fragen. Wie? Also ich habe einen Inkubus gerufen. Wie heißt also der? Es gibt Inkubus und Succubus. Aha. Und Inkubus ist das Männliche. Ja. Und da habe ich ein kleines Ritual gemacht. Also bestimmte Sachen muss ich halt erst erledigen, bestimmte Zutaten und Inhalte haben. Und was sind das geheimnisvoll? Was für Zutaten muss man da haben? Ach, das ist gar nicht mal so viel. Also erstmal eine Bananenschale, die den männlichen Dämon symbolisiert. Dazu ein geschnitzelter Rattenschwanz? Nein, gar nicht. Also ich meine, man kann Blut nehmen, wenn man möchte, aber ich meine, ja. Einfacher Traubensaft oder Wein tut's auch. Und dann? Dann braucht man noch eine Nussschale. Ja. Und Limonensaft. Ja. Und dann noch am besten ein Stück Satin oder Seide. Ja, Seide? In den Saft rein? Nee. Also du hast diese Nussschale oder Muschel. Mhm. Da tust du den Saft, also jetzt den Traubensaft, jetzt zum Beispiel für das jetzt Blut jetzt steht. Ja. Also ich schneide mich da jetzt nicht oder sowas. Ja, ich glaube, wir müssen das auch nicht so im Detail beschreiben, wie man das. Also ich merke schon, dass da irgendeine Saftmixtur zusammengestellt wird. Ja, auf jeden Fall. Trinkst du die dann? Nee. Also da kommt noch ein paar andere Sachen rein und dann stelle ich das auf meinen Nachttisch, mache ein kleines Ritual. Also andere würde sagen bla bla. Mhm. Und tu den Saft mir in die Augen winken. Dann reibe ich noch meinen großen linken Zeh ein und leg mich nackt ins Bett. Und dann schlafe ich ein. Und am besten trinkt man vorher noch ein Glas Wasser. Warum halt, stopp. Warum den großen linken Zeh? Warum nicht den rechten Zeh? Warum nicht deine Vagina? Oder warum nicht die Brüste? Ja. Ja, damit der Inkubus fährt halt über den großen linken Zeh in den Körper. So, das ist am besten, wenn er über den großen linken Zeh reinfährt. Genau, ja. Und fährt er da denn? Da kann er am besten rein. Fuhr er denn dann auch rein in der Nacht? Ja, also ich habe dann geschlafen und ich habe dann tatsächlich auch sehr erotische Träume gehabt. Ach so, also es macht sich dann bemerkbar in den Träumen? Genau, ja. Hm. Geht das denn auch, wenn du mit einem Partner Sex haben möchtest, kann man das dann auch irgendwie so initiieren? Das habe ich noch nie ausprobiert, also ich habe dann lieber gerne mit meinem Partner alleine Sex. Ach so. Also ist das die optimale Unterstützung für zur Masturbation? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Einfach für die Träume, für die Nacht. Ja, braucht man ja dann eigentlich nicht, weil also jeder hat schon mal geträumt und jeder weiß, wie Realträume sein können. Mhm. Und von daher brauche ich mich da gar nicht mehr anzustrengen. Wie praktisch, wenn es solche Dämonen gibt. Kann man die für andere Sachen sich auch irgendwie ranholen? Also mit anderen Dämonen habe ich das noch nicht probiert, weil also ich habe auch bei diesem Inkubus-Zauber, habe ich auch einen Gegenzauber. Ja. Weil wie gesagt, wenn ich was von denen will, die kommen auch irgendwann mal und wollen was von mir. Ach so. Und das ist dann nicht so spaßig unter Umständen, oder was? Also es soll auch unter Umständen nicht sehr spaßig sein, ja. Was könnten die denn von dir wollen? Ja, also ich hoffe doch mal, dass mein Inkubus immer bekommt, was er will. Aber es könnte nicht irgendwas sein, dass der eine Tat von dir verlangt, die du gar nicht machen möchtest. Oder so. Nein. Also Mann, was es alles für mysteriöse und seltsame Dinge gibt. Wobei ich diese ganze Naturreligion auch interessant finde, muss ich sagen. Auch die Besinnung auf keltische Riten, germanische Riten ist ein großes Thema, was leider so in unserer Kultur in den letzten Jahrzehnten untergegangen ist. Gar nicht mal. Wir feiern jetzt Weihnachten, das ist ja das alte Julfest. Mhm. Also von daher, das ist noch sehr lebendig. Ja, und am 21. Dezember ist das Sonnenwendefest. Genau, das also. Das ist für mich ein ganz wichtiges Fest und das merke ich mir immer. Weißt du warum? Weil ich da Geburtstag habe. Oh. Das ist die Sonne. Ich bin geboren in der Sonnenwende, ja. Ja. Da kann ich ja anrufen, gratulieren. Mirja, was machst du? Schnelle Frage zum Schluss. Was machst du sonst so im Leben? Ich studiere. Und was studierst du? Magister. Berufspädagogik, Wirtschaft und Politik. Achso, also was ganz anderes.
Ja, was ganz anderes. Ja. Und wenn mich morgen die Leute komisch angucken in der Uni, dann weiß ich auch, dass sie das gesehen haben. Das ist die Miriam, das ist die Hexe gewesen. Aber die nette, ich fand eine nette Hexe. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich wünsche dir alles Gute und guten Erfolg mit dem Dämon auch noch. Dankeschön, tschüss. Gruß an dein nettes Team. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen heute Nacht. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ab 0 Uhr könnt ihr schon bei mir anrufen morgen. Ciao.